Pause. Wir machen heute die erste Brauerei. Das hat sich gut dargestellt werden auch hier die Prinzipien des Gleichgewichtsbrechens, die zwingende Voraussetzung für das Funktionieren des nachfolgenden Modus. Ja, recht herzlichen Dank euch mal. Nun eine Sportart, die nun vielleicht nicht ganz so geläufig ist. Die Sportler unterscheiden sich auch optisch schon von nehmen Sie mal den Leichtes daraus, den Fernmann. Beziehungsweise den Spaß. Der Leichtes bei mir hier, an der Sportart hier. Diese Sportart stammt von den. Wir sehen Arnis. Diese Schlagkombination, die in dem Training und gleichzeitig den Warm machen. Es gibt die verschiedensten Schläge, 6er, 8er Kombinationen. Diese Schlagkombinationen werden Sinawali genannt. Und hier, das sind Selbstverteidigungstechniken aus dem Arnis. Angriff mit dem Stock, Verteidigung mit dem Stock. Dazwischen eine Entwaffnungstechnik, mit der sich der Verteidiger in den Besitz des Angriffsstockes setzt. All diese Techniken, die jetzt hier mit dem Rattanstock ausgeführt werden, können natürlich genauso gut auch mit der Machete gemacht werden. Der Harald zeigt gerade mal Verteidigung mit einem Schlüsselbund, kann man vielleicht nicht so gut erkennen. Mit dem Schlüsselbund, stellvertretend für jeden anderen kleinen, festen Gegenstand, werden neuralgische Punkte am Körper angegriffen, das heißt Nervenzentren oder Muskelgruppen. Hier eine Verteidigung gegen einen Messerangriff. Ja, hier eine Verteidigung mit dem Softstick. Ich erwähnte es eingangs bereits, die Machete. Einmal langsam gezeigt hier mit Schnitttechniken, Stichtechniken. Klassische philippinische Selbstverteidigungskunst.
Uwe wird nochmal Konfa zeigen. Konfa, aber hier als klassische Waffe aus dem Karate, aus dem Okinawa Kobudo. Nicht in der praktischen Anwendung, so wie gerade von Max und Dirk gezeigt. Das Konfa war ursprünglich aus dem bäuerlichen Bereich ein Griff, um einen Mühlstein zu drehen. Die Bauern von Okinawa haben das Konfa verwendet, um damit Schwertangriffe von Samurai-Kriegern abzuwehren. Das Konfa wurde dabei beidhändig gefühlt.